Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Sonntagabend-Stream. Da ist gerade was durchs Bild geflogen. Hier auf FatLP. Und ach nein, endlich nach etwas 5 Minuten kriege ich von Twitch dann auch die Nachricht, dass die Leute informiert werden. Super, es läuft auch wieder einwandfrei. Die Frisur sitzt auch wieder nicht. Perfekt. Es ist aber auch wieder eine Kacke mit den Haaren. Ich sage es euch, ganz frisch gewaschen. Ja, und schon sehen die aus wie... Ich hätte mal besser mit dem Waschen sein lassen. Dann hätte ich die schön in Form bringen können. So, Tesaface, ich grüße dich, Hallöchen. Und auch dir einen schönen guten Abend. Oder in dem Fall ja euch. Und Gorillachen ist auch schon wach. Hallöchen. Ja, ich habe ihm heute extra 3-mal geschrieben. Weißt du, dass heute Stream stattfindet. Sonst vergisst er das ja wieder, der alte Affe. So. Wollen wir nochmal eben hier was einstellen? Okay, 4 Abonnenten nur noch. Ja, das hat sich ja gelohnt. Genau, ist der erste Stream, 1 Monat nach meinem Geburtstagsstream und deswegen ist jetzt kein Abonnent mehr da. Nennenswert, es läuft. Wer also mal eben abonnieren möchte, jetzt ist noch eine gute Zeit. Wir fangen gleich an. Ihr seht ja schon, wir sind fast auf dem richtigen Weg. Der Tee ist noch ein bisschen warm. Heute gibt es, glaube ich, Amarena Kirsch. Und wir haben gleich einen größeren Kampf vor uns, wenn mich nicht so alles täuscht, ne? Ich bin ja zur Kirche zurückgegangen. Und guck mal, Tommy ist auch schon da. Sambisi ist auch da. Hallöchen. Gorilla hat schon wieder irgendwelche Probleme mit seinem Finger. Vielleicht ist das auch eine Torte, so eine Hacktorte mit. Ich kann das nicht erkennen. So. Tommy hat es gerade noch so geschafft und abonniert mit Prime. Tommy, vielen Dank für dein Abo. Ja, supi. So, wir wollen heute Bosskampf machen. Also nein, wir müssen Bosskampf machen. Von wollen kann keine Rede sein. Ich gucke nochmal auf der Karte. Wir hatten hier ja so gut wie alles... Ach, Mittelding war das, ne? So gut wie alles weggemacht. Da oben am Sägewerk. Da müssen wir hin. Da haben wir auch irgendwas getötet. Das Wildtier. Wir könnten natürlich mal eben beim Händler nochmal gucken, ob wir eventuell was machen können. Warte mal, wo war denn der Händler? Wenn man jetzt hier und... Hier ist alles tot, ne? Hoffe ich, ja. Dann gehen wir mal eben zum Händler. Man kennt sich hier ja mittlerweile aus. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was mir dieses kleine Schild sagen soll. Sowas überliest man doch, oder? Dieser Heisenberg, ne? Mit seinen komischen Fähigkeiten. Das ist sowieso ein ganz komisches Spiel, oder? Jetzt mal unter uns. Warte mal, hier ging's lang. Also diese komischen Figuren und, weißt du, hier, dass ein Bild von mir hier mit drin ist. Wo ist er denn? Da, der Dicke. Ja, so sitze ich auch immer am Schreibtisch. Genauso. Ja. Das liegt aber nur daran, dass die Klamotten, die ich mir da kaufe, weißt du, in XS einfach nicht passen. Ne? So. Ich weiß auch nicht. Stets zu Dienst. Ja, komm, zeig mal, was du hast. Ich glaube, ich könnte noch was gebrauchen. Ein bisschen Geld haben wir ja. Ja. Und ja. Ja. Mehr gibt es hier nicht. Schade. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr. Ja, das ist mir schon klar, was du davor hast. Feuerrate erhöhen. Weiß ich nicht. Kann man da nicht noch mehr machen? Nein. Also an sich haben wir die Waffen ja alle weitestgehend aufgerüstet. Ne, jetzt hier gut Feuerrate oder so. Aber das ist ja nicht so das Problem. Wichtiger ist ja die Feuerkraft. Die haben wir überall. Können wir noch irgendwas verkaufen? Kristallfragment ist wertvoll. Weg damit. Wertvoll kombinierbar, das lassen wir mal. Also die 2000 können wir uns schon mal holen, alles klar. Und jetzt können wir nochmal beim Fleisch. Das, weil du es bist, nur dass du es jetzt geht Heisenberg an den Kragen. Ja, ich befürchte es. Du sitzt doch immer nackt am Schreibtisch. Was? Nein, hier, ich habe doch was an. Also oben rum. Unten natürlich nicht, ist klar. Also Schuhe, weil es kalt, aber ne, weil ich ja auf dem Keller wohne, deswegen ist immer noch kalt. Wie kommst du darauf, dass ich nackt am Schreibtisch sitze? Sind das wieder deine Fantasien, die mit dir durchgehen? Sie ist als Investition, Ethan. Ja, so ist das. Ja, das ist halt mein Problem, ne? Ja. So, wir können was kaufen, oder? Nee, können wir nicht. Wir brauchen noch 2-mal Fisch. Warum habe ich denn nie Fisch in der Tasche? Scheiße. Ich hätte das gerne hier, weißt du, maximale Gesundheit. Wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass wir erst maximale Gesundheit machen, ne? So. Ein gutes Geschäft. Fall da nicht das raus, du. Wenn du auf sagen. Mich fällst, bin ich sowas von platt. Wie eine Flunder. Gut, auf zum Heisenberg.
Was habe ich denn überhaupt noch dabei? Fünf und drei. Was ist das hier? Magnum-Munition. Das heißt, das wäre für die Waffe, ne? Ja. Das heißt, ich hätte drei Schuss Magnum-Munition. Ist ja nicht so viel, ne? Wir haben hier noch Bomben. 11, okay. Hier ein bisschen Munition. Also ich weiß nicht, ob wir den... Ja. Also ihr wisst, was das bedeutet, ne? Jetzt hier Endboss. Oder ist ja nur ein Zwischenboss, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ist ja kein Endboss. Heisenberg ist ja der Endboss. Wo muss ich denn jetzt lang? Meint er? Hier lang? Jetzt bin ich aber überfordert. Wo muss ich denn jetzt lang? Keine Ahnung. Ich schätze mal geradeaus. Nein, natürlich nicht. So, hier haben wir ja schon aufgeschloten. Alles klar. Was sagt er? Good luck. Ja, ja, wir gehen erstmal noch zum Sägewerk. Hi. Wir gucken nochmal, ob wir hier die Dinge weggeschossen haben. Hier war ja der Schrein. Aber der ist weg, alles klar. Das ist doch zum Schrein mit dem Schrein. Da hinten kann man was wegjagen. Guck mal. Explosionsfass. Die Sau ist tot, ne? Hier habe ich alles gelootet. Was sagt er? Wir müssen noch Waffen umbauen, ne? Was nehmen wir denn? Also, den können wir gut gebrauchen. Schnellzugriff haben wir auf 2. Auf 3. Das Scharfschützengewehr bin ich mir nicht ganz sicher. Sollten wir da vielleicht die Knarre hier hinsetzen? Ich krieg doch noch hin mit den Tastaturkürzeln. Aus. Nein. Schnellzugriff. Weil ein Scharfschützengewehr da drin macht ja wenig Sinn, ne? Ja, ich krieg da... Ja, aber überleg mal. 8 Schuss. Ist ja nix. Perfekt. Gerade ist die Lieferung vom Chinesen gekommen. Achso, ihr mümmelt da schön Essen, während ich hier jetzt um mein Leben kämpfe, ja? Sieht das ungefähr so aus. So, herstellen kann ich auch nichts mehr. Dann laden wir mal schon mal was rein. Ich habe ja sowas von, ne? Immer diese Endbosse. Ja, guten Appetit. Seht ihr noch eine kalte Nacht. Ich werde das hier heute nicht überleben. Lasst es euch schmecken. Was gibt es denn? Huhn Shanghai oder... Ja, hier drüber hatte ich ja schon ein paar Witze gemacht beim letzten Mal. Ne? Also gleich in den Endbosskampf. Warum? Ich würde ja sagen, ich muss auf den Rücken zielen, oder? Was meint ihr? Ich bin mir relativ... Warte doch mal. Hi. Wie ging das nochmal? Einfach hinlegen, ne? Au! Verdammter Affe! Also nicht du, Gorilla, sondern der. Hi. Ja, komm. Komm, sei doch mutig. Ja.
Ich würde dich gerne von hinten töten. Ist das möglich? Also. Hi. Komm, komm hier hoch, komm. Ja, die kann ich auch nutzen, die Fässer. Das ist nicht das Problem. Hi. Na, du Idiot. Komm. Ist aber ein ganz schneller, wa? Was denn? Du richtig doch nicht auf, Junge. Ich hab nur gelesen, ich muss den irgendwie im Rücken treffen. Aber der dreht sich einmal zu mir, die alte Pfeile. Hallo? Muss ich mal ein bisschen im Auge behalten, ne? Dann lad doch mal nach, du Kackding! Drück F, es geht nicht. Oh, warum ist das immer so? Warum habe ich immer so Pech mit so scheiß Waffen? Oh, Mann, gehen mir die Waffen. Ich habe keine Munition. Natürlich habe ich Munition. Die kann man durch F wechseln. Und er drückt. Ich drücke F und er macht nichts. Das ist Scheiß, ist das. Hier, guck, unten F. Dann kann ich auf die Munition wechseln. Er macht's aber nicht. Hier. Natürlich habe ich schon Munition. Ist doch Scheiße, ist das doch. Hier, er wechselt's nicht. Ja, ich kann auch nicht mit dem normalen Gewehr mit dem schießen. Das ist doch Scheiße. Was sind denn das immer für Kackgegner? Ach Mann, dieses scheiß Ding hier. Hier, ich hab doch genug Munition. Ja, schön, nimm die doch. Warum nimmt der die denn nicht? Was ist das denn hier? Verdammte Scheiße. F, was muss ich denn noch drücken? Bleib doch mal easy, Junge. Sei doch mal ein bisschen entspannt. Komm, hm? Sorry, ich habe das Gefühl, der kriegt überhaupt keinen Schaden. Kann das sein? Was hat er denn jetzt gemacht? Warum wechselt der die Munition nicht, verdammt nochmal?
Ein Totvogel. Gorilla, guck doch mal auf den Bildschirm. Da steht doch, was ich machen muss. F drücken. Da kann man doch deutlich erkennen. F. Weißt du was, Clown? So, mach mich ja nicht wütend, du Affe. Ich mein den. So, ich bin tiefenentspannt. Wir können ja mal das Messer wechseln. Da musst du tatsächlich dieses blöde Dingen so halt... Nee, irgendwie... Und dann kannst du nachladen und dann wechselt der erst. Was ein Scheiß. So. Auf jeden Fall ist die Typ tot. Und keine Sekunde zu früh, wie ich meinem Herz entscheiden kann. Was? Bläh. Junge, du musst auch mal ein bisschen agiler werden. Ernsthaft. So kann ich nie arbeiten. Was liegt hier rum? Schisspulver. Boah, das kostet Munition und der Heisenberg wartet ja noch auf uns und der wird nicht leichter sein. Haben wir noch irgendwo irgendwas hier? Ich kann ja mal gucken. V. Hier muss noch irgendwo irgendwas sein. Seht ihr noch was? Könnte denn noch was sein? Sieht hier nicht so danach aus. Aber hier muss noch was sein, oder? Sind wir uns doch einig. Da lässt sich wieder einer hängen. Weißt du? Ach, da ist noch was. Ein bisschen Munition für so Klimpergeld. Weißt du? So. Immer noch irgendwas. Das könnte aber auch das Schloss sein. Mal gucken. Ja, seht ihr, er hat Rücken. Er kommt da nicht so weit runter. So. Nee, hier muss noch was sein. Aber wo? Ich meine, wir haben ja noch so ein Viech abgeschossen. Ich weiß nicht, ob da noch was rumliegt, aber hier muss noch was sein, sagt das Spiel. Ihr guckt wieder mit, ja? Ich könnte noch ein paar Dosen nehmen, dann können wir Dosen werfen machen oder so. Da ist noch was, alles klar. So, jawohl. Bisschen Fisch wäre nicht schlecht. Hier können wir noch ein Blümchen mitnehmen, alles klar. Gut, dann haben wir diesen Idioten schon mal umgebracht, das ist ja auch schon mal ganz gut. Ich war letzte Woche nur zu müde, daran liegt das. Auch alles, ah, klar. Wobei wir brauchen Fisch, ne? Habe ich doch richtig verstanden. Wir brauchen Fisch. Hallöchen. Vater Nikolas sein Engel dran sein tun am Sein. Sehr schön. Nehmen wir. Dann nehmen wir das mit und das hier und das. Dann können wir hier aufschließen und dann sind wir jetzt oben am Sägewerk. Haben alles gelootet. So, genau so muss das sein, Gorilla. Vielen Dank für dein Abo mit Prime. 5 Monate schon. Willkommen im Club der Guten. So, ja.
Bleib liegen, bist du tot.